der Schlaf, was ja einer meiner Lieblingsthemen ist, ist, glaube ich, nicht nur eines der größten Hebel sozusagen, um langfristig erfolgreich und auch gesund zu sein, sondern vielmehr auch initialer Startpunkt für viele andere Thematiken. Simon McSchubert Podcast. Hey, Simon Schubert hier. In dieser Episode geht es um das Thema Biohacking oder auch Selbstoptimierung. Sind wir nicht eigentlich alle irgendwie Selbstoptimierer? Jeder zumindest, der versucht, die eigene Gesundheit zu verbessern. Denn es sind genau diese typischen Bereiche der Selbstoptimierung. Schlaf, Stress, Energie, Wohlfühlen, Konzentration. Genau darum ging es mir. Was sind die theoretischen Hintergründe der einzelnen Bereiche? Aber vor allem, was sind praktische Strategien und Tipps? Mein Gesprächspartner ist Fabian Völsch. Er kommt selber aus dem Leistungssport und ist Geschäftsführer von Brain Effects, einem Berliner Startup für Nahrungsergänzungsmittel. Und wichtig, die Episode besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil reden wir allgemein über das Thema Biohacking, Selbstoptimierung und vor allem um mentale Leistungsfähigkeit, aber auch über die Verbesserung des Wohlbefindens. Im zweiten Teil geht es dann um das Thema Schlaf. Da gehen wir wirklich konkret und tief rein, was sind Hintergründe dabei, aber auch wieder, wie kann man das Ganze wirklich umsetzen, damit du gut schlafen kannst, deinen Schlaf optimieren kannst. Wie immer findest du Links zu den ganzen besprochenen Dingen in den Shownotes. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Ansonsten findest du die Shownotes auch unter www.simonmcschubert.de/29. Aber nun, lass uns mit dem ersten Teil starten. Generell, wie du schon gesagt hast, habe ich das Unternehmen Brain Effect vor knapp 2 Jahren gegründet und wir haben die Mission, die mir persönlich auch unglaublich am Herzen liegt, nämlich Erfolg beginnt im Kopf. Und der Hintergrund ist eigentlich, dass ich sowohl in meiner Karriere vorher Sportler gemerkt habe, als auch später in meinem Job, dass eigentlich der Kopf so elementar wichtig ist für unsere persönliche Leistungsfähigkeit zum einen, aber zum anderen auch, und ob wir unsere Ziele erreichen. Und deshalb ist es, würde ich sagen, meine Mission aktuell, dass wir versuchen, gemeinsam, und ich gemeinsam mit meinem Team, aber auch persönlich versuche einfach herauszufinden, was mich persönlich leistungsfähiger macht und was mich mental leistungsfähiger macht, wie ich dort sozusagen gesund durchs Leben gehen kann und einen gesunden Kopf. Aber gleichzeitig will ich natürlich auch versuchen, dieses Wissen sozusagen mit Leuten, in dem Fall jetzt seinen Zuhörern, auch anderen zu scheren. Weil ich einfach der Meinung bin, dass es viel zu wenig noch klar den Menschen ist, wie weit unser Kopf, wie viel er determiniert und wie wichtig er ist für unser Glück eigentlich, nachdem wir irgendwie gefühlt alle auch streben. Und das ist so ein bisschen meine Mission, die wir gemeinsam hier verfolgen. Okay, finde ich gut aufgegangen, wir werden sicherlich sehr viel eingehen. Wie siehst du den Anteil bei dir im Alltag, wenn wir sagen, du hast schon gesagt, du arbeitest in einem Startup und ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass es eine enorme Belastung auf vielen verschiedenen Ebenen ist. Und wenn es jetzt rein persönlich geht um deine Gesundheit, ich bin meiner Meinung, ich denke du auch, dass einfach die eigene persönliche Gesundheit einfach eine enorme Ressource ist und einfach die Grundlage dafür, dass man in vielen verschiedenen Feldern irgendwie erfolgreich und überhaupt leistungsfähig ist. Total, ja. Wenn du sagst, einfach nur von den Prozenten, wenn es jetzt irgendwie einteilen müsstest, einfach nur grob, wie groß, worauf fokussierst du dich ungefähr? Weil einfach, wenn du sagst, das Mentale ist immer der größte Punkt, wo es anfängt. Ich fokussiere mich schon, würde ich sagen, 60-70% auf die mentale Thematik, weil ich glaube, da beginnt alles. In unserem Kopf beginnt alles und ich muss natürlich erstmal im Kopf sozusagen meine Ziele fassen. Ich muss im Kopf sozusagen meine Motivation haben. Auch das ganze Thema Stress fängt ja alles im Kopf an. Oder auch der Schlaf, was ja einer meiner Lieblingsthemen ist, ist, glaube ich, nicht nur eines der größten Hebel sozusagen, um langfristig erfolgreich und auch gesund zu sein, sondern vielmehr auch initialer Startpunkt für viele andere Thematiken. Und deshalb, um deine Frage zu beantworten, ist natürlich immer schwierig, wie viele Prozentpunkte, klar. Aber ich würde ganz klar sagen, für mich beginnt die Gesundheit im Kopf und für mich beginnt somit auch das Verständnis natürlich für gesundheitliche Themen. Auch erstmal nicht nur mit der intellektuellen Aufarbeitung des Ganzen, sondern auch vielmehr mit den ersten Schritten, die man im Kopf durchdenkt und macht. Und deshalb bin ich vielleicht auch jemand, der ganz klar sagen würde, 60, 40, 70, 30. Okay. Zwei Sachen, wie meinst du das von wegen beginnt im Kopf? Da möchte ich so ein bisschen mehr nochmal drauf eingehen. Einerseits, du hast gesagt, das Verständnis muss erst da sein. Würde ich ganz klar ein bisschen mitgehen, aber nur bedingt, weil es ist extrem hilfreich, wenn man, ich sag mal, Grundlagen vorher versteht, wenn man die Theorie versteht, wenn man weiß, was man machen soll.
Und sicherlich, das ist mehr oder weniger dann die Bedingung dafür, dass man es dann auch irgendwie umsetzen kann. Du musst erst wissen, was du machen kannst, damit du es machen kannst. Andererseits, ich sag mal, wie ein Kind ist auch einfach viel draußen an der frischen Luft und bewegt sich, weiß nicht, was es macht und tut es einfach. Darum ist die Grundlage dafür wirklich das Wissen davor. Sicherlich ist es hilfreich, es ist zwangsweise notwendig, ist so immer, das ist so ein Aspekt. Andererseits, ja, auf die Einteilung zwischen, ne, Körper, Geist und oft dann vielleicht noch Seele. Wobei das einfach nur Trennung von uns sind. Sind die Sachen, letztendlich, da ist nichts getrennt. Das ist eine Vorstellung, die wir einteilen, damit wir uns das besser vorstellen können. Letztendlich kannst du nie das Mentale von dem Körperlichen trennen. Und zu sagen, man konzentriert sich deswegen mehr auf das Mentale, auf das Körperliche, ist auch wieder, ja, diese künstliche Trennung von uns. Darum, wie sieht es für dich, darum ist für mich die Frage, wie kann man das praktisch umsetzen, wenn es für uns eine künstliche Trennung ist? Ja. Das ist natürlich ein bisschen auch eine philosophische Frage, finde ich sehr spannend. Ich glaube, du hast recht und das macht es natürlich auch spannend im Bereich des Ersten. Also ich meine, als Kind, da ist es ja so, wir gehen, wie schon richtig gesagt, wir gehen raus, wir wollen spielen, wir haben diesen Drang, diesen natürlichen Drang, uns zu bewegen als Beispiel auch. Und ich glaube, und das habe ich bei mir persönlich auch, und vielleicht kann ich da auch jetzt aber nur persönlich von mir sprechen, aber auch gemerkt, je älter man wird und desto mehr man vielleicht auch Verantwortung trägt, ne, sei es im beruflichen Kontext, im familiären Kontext, desto mehr werden aus Sachen, die wir früher eigentlich intuitiv richtig gemacht werden Bereiche des Nachdenkens. Das heißt, man fokussiert sich viel mehr darum und überdenkt halt erstmal Thematiken sehr stark. Und ich weiß nicht, ob es gut ist oder schlecht ist, aber ich bin persönlich, würde ich sagen, ein sehr rationaler Mensch, vielleicht auch geworden, durch den Job, durch den Beruf, durch die sportlichen Aspekte. Und deshalb ist es bei mir ganz klar so, dass ich viele Sachen gar nicht mehr so intuitiv mache, sondern einfach sie vorher versuche zu durchdenken. Und ich würde mich ja persönlich auch, ja, Selbstoptimierer, Neudeutsch Biohacker, je nachdem, wie man sehen möchte, beschäftigen. Und da ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt erstmal, dass ich sozusagen, wenn ich meinen Körper optimieren möchte, hinzu, das ist bei jedem unterschiedlich, aber mehr Gesundheit, mehr Leistungsfähigkeit, mehr Glück. Ich glaube, im Endeffekt wollen wir eigentlich alle nur glücklich sein. Dann muss ich natürlich am Anfang mich erstmal irgendwie eine Transparenz schaffen, wo stehe ich eigentlich aktuell? Also was ist mein Ist-Status gesehen? Wo möchte ich hin? Was ist der nächste Schritt? Ich muss ein Ziel artikulieren. Ich muss dieses Ziel im Kopf haben. Und simpel gesprochen, vielleicht habe ich zu viel Stress und ich merke irgendwie, dass ich abends schlecht schlafe. Ich merke das vielleicht, dass ich ein Unwohlsein abends im Körper, wenn ich von abends von der Arbeit nach Hause komme, weil ich vielleicht zu einem hohen Cortisol-Spiegel im Körper habe. Und dann nehme ich das erstmal wahr. Und dann beschäftige ich mich damit, wie kann ich das eigentlich ändern? Also wo ist das Ziel? Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich? Welche Ansatzpunkte? Ne, Neudeutsch, welche Hebel gibt es eigentlich? Und deshalb ist das für mich ein rationaler Prozess. Und der im Kopf anfängt. Und ich gebe dir recht bei dem zweiten Punkt, wir versuchen natürlich, um Sachen einfacher zu machen, natürlich Sachen zu trennen. Und der Körper ist natürlich immer mit dem Geist verbogen und so weiter. Aber der Körper steht eigentlich bei vielen, vielen Menschen mehr im Vordergrund. Und deshalb ist es vielleicht für mich auch so wichtig, also versuche ich ihn vielleicht irgendwie in den Vordergrund zu stellen, weil viele wissen gar nicht, zum Beispiel Schlafen ist ein hochaktiver Prozess, es ist nicht einfach, ich schlafe und bin jetzt irgendwie körperlich weg, sondern es ist ein hochaktiver geistlicher Prozess, kommen wir später auch gerne mal drauf eingehen. Stress ist an sich ein Prozess, der vom Kopf gesteuert wird. Das heißt, ich habe zwar eine Produktion von vielen Hormonen im Körper, aber es wird vom Kopf gesteuert. Und deshalb würde ich sagen, dass für mich vieles im Kopf einfach auch beginnt. Und nachdem vieles dort beginnt, ist es für mich so der logisch gesehen einer der ersten Hebel, um anzusetzen. Und deshalb ist es vielleicht ein Grund, warum ich das in den Vordergrund stelle bei mir, weil es für mich natürlich auch aufgrund von meiner Biografie schon immer so wichtig war und ich damit mich beschäftigt habe. Ich finde es aber extrem, wirklich sehr, sehr interessant, weil ich sehe es fast gegenteilig. Mhm. Ich finde... Spannend. Warum? Die meisten Menschen sind zu kopflastig. Mhm. Ich bin persönlich genauso sehr rational. Ich analysiere extrem viel, ich sag mal... Unser Schulsystem baut ja auch mehr oder weniger so ein bisschen auf, ne? So wie wir in der westlichen Welt, das ist dieses sehr wissenschaftlich-analytische Vorgehen, ist nun mal das Vorherrschende. Und alles, ich sag mal, Intuition, all solche Sachen haben nicht eine andere Wertigkeit, aber ich sag mal, sind was ganz anderes, was oft bei vielen,
sage jetzt vielleicht mal auch vielleicht vermehrt Männern, aber nicht unbedingt, vernachlässigt wird, ja. Mhm. Oder weniger zumindest priorisiert wird. Und ich finde, sehr, sehr viel läuft theoretisch erstmal ab. Es geht viel um Verstehen und Denken. Du sagst ja jetzt, sagst Überdenken. Und man beschäftigt sich zwar mit dem Körper viel mehr und es beginnt im Körper, aber rein theoretisch mit dem Kopf beschäftigt man sich mit dem Körper. Und auch da ist es, denke ich, wieder eine andere Ebene. Erstmal, worum geht es? Geht es um die mentalen Sachen, ob wir es das Geist nennen, oder geht es um das Physische? Und dann, wie geht man an die Sachen ran? Weißt du, das sind zwei verschiedene Sachen. Und ich denke, man geht oft kopflastig damit ran und beschäftigt sich dann vielleicht zu viel mit den körperlichen Sachen, aber auf der Kopfart. Weil du könntest dich ja genauso, wenn es um die mentalen Sachen geht, auch viel mehr darauf konzentrieren, oh, wie ist das Gefühl dabei? Wie geht es? Ja, hast du Kopfschmerzen? Was sind körperliche Anzeichen dafür? Hast du Schmerz? Wie schläfst du denn? Schlafqualität ist nicht unbedingt eine mentale Herangehensweise, sondern dann, weißt du, eine physische. Darum, denke ich, sind es verschiedene Sachen. Und oft geht es, da sehe ich einfach, dass dieses rein theoretische, rein überlegen, denken, analysieren, bei vielen einfach fehlt. Wenn wir vielleicht nachher ein bisschen über Schlaf zum Beispiel drüber reden, sicherlich werden wir auch einfach Punkte finden, woran man es oft einfach nochmal anders machen kann. Und da gibt es theoretische Möglichkeiten, aber auch ganz praktische. Ich würde aber nochmal wieder einen Schritt zurückgehen. Und du hast ja auch gesagt, oder generell, Brain Effect steht hier dafür, dass, sagen wir mal, viele Sachen beginnt im Kopf. Und das ist oft das Kritische. Wenn man sich zum Beispiel Leistungssportler mal nimmt, die ja, wo ist der Erfolgsfaktor? Wo ist der Unterschied, ne, zwischen dem ersten Platz und dann, ob wir sagen, den zweiten oder vierten oder sonst was im Platz? Ist es wirklich nur eine mentale Sache? Ist es Fokus? Oder was ist der Punkt? Was ist deine Erfahrung? Was ist deine Meinung dazu? Genau, ganz spannend. Also da kann ich natürlich vor allen Dingen ein bisschen aus eigener Erfahrung auch berichten und ich kann natürlich aber auch so ein bisschen aus der Erfahrung, wir haben viele Sportler als Kunden, ich kenne viele, da so ein bisschen berichten. Natürlich, also wenn man jetzt jeden dort draußen fragen würde, was macht dich erfolgreich, was macht dich zum Olympia-Gewinner im Marathon, gerade bei Berlin-Marathon, ja, super spannende Sache, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich finde es immer faszinierend, wenn Leute irgendwie 42 Kilometer laufen und das irgendwie dann in gefühlten 2 Stunden schaffen und danach noch dort stehen und ich würde zusammenbrechen irgendwie. Wir sind 30 Sekunden unter dem Weltrekord geblieben und sie gehen einfach weiter und so, ja, okay, ich mache die Ehrenrunde. Mega spannend auf jeden Fall. Aber auf deine Frage zurückzukommen, dann wäre natürlich die Antwort erstmal, wenn du jeden dieser Zuschauer beim Berlin-Marathon gefragt hättest. Warum ist der, ich glaube, Kenianer war es wieder, der gewonnen hat, was macht den erfolgreich? Warum ist er gut? Ja, schnelle Beine. Super schnelle Beine. Ja, gut trainiert. Ja, vielleicht auch noch andere, die ein bisschen advanced sind, metabolischen Raten, Strukturen, alles sehr gut. Das heißt, es ist wahrscheinlich 95%, würde ich sagen, aufgrund seiner körperlichen Konstitution, seines Trainings und so weiter, hat er diesen Marathon gewonnen. Ich bin der Meinung, was ich gemerkt habe, dass das im Sport natürlich die körperliche Thematik immer im Vordergrund steht. Dass diejenigen ist, die sozusagen, wo dann auch jetzt ein bisschen technisch werden, wo die Rotationsgeschwindigkeit erzeugt wird, wo die Sprungkraft erzeugt wird, wie auch immer. Ich glaube aber, dass beim Sport auch, und die Heike Henkel hat das mal, ehemalige deutsche Hochspringerin, ganz erfolgreiche Olympiagewinnerin, hat mal gesagt, sie sagt, dass im Sport mehr als 50%, eher 60% der Leistungsfähigkeit bzw. des Erfolges im Kopf entsteht. Oder auch Tim Lobinger, ein deutscher Stabhochspringer, hat mal gesagt, wenn du nicht vor dem Sprung sozusagen die Latte schon mental übersprungen hast, dann wirst du sie reißen. Und ich glaube, das ist beides ganz korrekt. Das heißt, die mentale Leistungsfähigkeit ist, unabgesehen von biochemischen Prozessen, wenn es um Reaktionsgeschwindigkeit und so weiter, können wir gleich gerne auch nochmal drauf eingehen, elementar, weil ich glaube, sie hilft uns erstmal dabei und man muss wirklich erstmal, wenn wir jetzt beim Weitsprung sind sozusagen, man muss erstmal versuchen, sich in dem Moment zu motivieren und es ist letztendlich diese letzten 2, 3, 5, 10 Prozentpunkte, die uns mental sozusagen helfen, überhaupt diese physischen Stärken, die wir haben, umzusetzen und die physischen Thematiken haben, umzusetzen. Oder um ins Marathonbeispiel zu kommen, jeder, der mal länger als 20 Kilometer gelaufen ist, kennt es, es macht eigentlich keinen Spaß ab einem gewissen Punkt halt, ja. Und man möchte irgendwie aufhören und alles schmerzt, alles tut weh. Und dann ist es eigentlich für mich eine Kopfsache, ob man dann sozusagen dabei bleibt,
welche Möglichkeiten hat, welche Bilder man im Kopf hervorrufen kann. Auch da gibt es Trainingsmöglichkeiten. Und auch das ist der Grund, warum halt zum Beispiel die Nationalmannschaft oder alle, ich sag mal, professionell orientierten Sportvereine mittlerweile Psychologen haben, die nicht nur über die Gesprächstherapie kommen in diesem Kontext, dass sie sagen, okay, du hast gestern einen Elfmeter verschossen, Mensch, das war schlecht, jetzt aber denk nicht mehr drüber nach, sondern die wirklich auch versuchen, über konkrete Trainingsmethoden im mentalen Bereich den Sportlern zu helfen, ihre optimale Leistungsfähigkeit zu erreichen. Ja, stimme ich dir ganz klar zu. Also man sagt ja auch ganz oft immer, klar, körperlich oder genetischen Grundlagen sind enorm wichtig. Und gerade, ich sag mal, im Breitensport macht das einen extremen Unterschied. Aber wenn wir wirklich über Leistung oder Weltklasse reden, die haben alle perfekte Voraussetzungen. Und dort, je höher, je besser, ne, je mehr kleiner, ich sag mal, es wird, desto weniger sind diese Grundlagen, diese körperlichen Sachen, machen noch den Unterschied, sondern da macht es den Unterschied. Trainierst du wirklich besser und hast du den Willen, dafür es zu machen? Mein Argument ist so ein bisschen noch, spielt sich das alles wirklich im Kopf ab? Meine Sache ist wieder, können wir wirklich dieses Geistige, dieses Mentale vom Körperlichen trennen? Wo finden diese Sachen wirklich statt? Was ist es? Ist es, weil du die letzten 10 Jahre bei der Trainingseinheit diesen Willen trainiert hast? Ist es was rein Mentales oder ist es wie eine Gewohnheit geworden? Ist es nur im Kopf, ist es nur im Gehirn oder ist das ganze System, die Vernetzung, haben wir ja uns so dermaßen trainiert, diesen Körper an sich als ja funktionierendes, zusammenhängendes System, dass es nicht mehr ein reiner Wille ist, sondern wie automatisch versteht. Weißt du, das ist einfach nur für mich als Überlegung und immer für mich zu einfach, dass man sagt, oh, es ist nur der Wille, es ist nur dieses Mentale im Kopf. Darum finde ich es einfach mal eine gute Überlegung zu sagen, ey, man kann, es ist eine künstliche Trennung von uns und letztendlich, der Körper funktioniert nicht so. Die Wissenschaft zeigt das auf vielen, vielen Ebenen, dass es einfach für uns eine Erklärung ist, die man nutzen kann, aber sich trotzdem bewusst sein sollte, dass es nicht nur so ist. Genau, also es ist natürlich ein komplexes System und zusammenhängendes System auch und da gebe ich dir vollkommen recht. Nichtsdestotrotz, diese Vereinfachung hilft natürlich auch erstmal, ja, irgendwie, und da sind wir wieder bei dem Anfangspunkt, wenn ich irgendwas optimieren möchte, wenn ich zu jemandem gehe und sage, okay, das optimieren wir mal ein komplexes System, dann fragt er dich erstmal, okay, wo soll ich denn anfangen? So, und da hilft natürlich diese Vereinfachung total und ich gebe dir aber vollkommen recht und wir beschäftigen uns zum Beispiel auch aktuell sehr stark mit verschiedenen Wissenschaftlern bei uns, wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, über das Thema Brain-Gut-Axis, also die Verbindung des Gehirns und des Darmes, das bis vor 5 oder 10 Jahren auch in der Wissenschaft überhaupt nicht behandelt worden ist. Der eine oder andere hatte vielleicht das Buch gelesen, Darm mit Charme, was ja ein Bestseller war, ich glaube mehrere Wochen oder Monate im Spiegel auf den Bestsellerlisten war, wenn nicht, kann ich auch empfehlen, dieses Buch zu lesen und es kommt gerade ein zweites Buch vom amerikanischen UCLA Professor raus, das zweite Gehirn, das sich auch mit der Thematik beschäftigt, auch ein sehr, sehr spannendes Buch und das zeigt natürlich auch ganz genau, was du gesagt hast, es gibt diese Verbindung innerhalb des Körpers, sehr stark. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, wenn man Sachen verändern möchte, dann komme ich wieder sehr aus dem sportlichen Aspekt halt, ja. Ich merke, du bist ja auch in deinem Podcast, die ich vorher gehört habe. Es gibt auch immer das ganzheitliche Denken und das finde ich klasse und das finde ich super. Natürlich, wenn man aus dem sportlichen Aspekt kommt, da geht es immer darum, okay, man versucht das Ganze irgendwie dieses Puzzle irgendwie auseinanderzunehmen, hat einzelne Puzzleteile, versucht die optimieren, zu verbessern und es dann wieder zusammenzubringen, in der Hoffnung, dass dann das Gesamtkonstrukt besser funktioniert. Das mag in manchen Bereichen sehr herausfordernd sein und auch schwer sein, vielleicht sogar nicht der optimale Ansatz. Es ist, glaube ich, aber ein Ansatz, der zum einen jemanden hilft, gerade um komplexere Systeme zu verstehen erstmal. Und es natürlich auch dieser Ansatz, den wir im IT-Bereich sehr stark haben, komplexe Systeme auseinandersetzen. Und ich finde es sehr gut, dass du es so angesprochen hast. War ein großes Thema, auch vorletzten Podcast-Episode dann mit Uri Wolf, weil es ist genau dieses wissenschaftliche, dieser Ansatz, worüber du gerade sagst. Sachen auseinandernehmen, dann die einzelnen Sachen optimieren, dann wieder zusammensetzen. Und dann zu gucken, was begrenzt ist. Nicht was Schlechtes, was Falsches, was begrenzt ist, wo es andere Ansätze gibt. Einfach nur, und ich finde es wichtig, dass man den irgendwie, ja, sich bewusst ist. Aber du hast jetzt schon ganz oft Selbstoptimierung angesprochen. Mhm. Du hast gesagt, du siehst dich selbst als Selbstoptimierer. Was willst du selbst optimieren und mit welchem Ziel? Ist eine sehr gute Frage in dem Kontext, wo wir, glaube ich, allein einen Podcast irgendwie für voll füllen konnten, weil es natürlich auch ein bisschen philosophisch angehaucht ist. Ich versuche es mal so ein bisschen einfach runterzubrechen, irgendwie auf schnelle Antworten.
Ich fange gleich mit der zweiten an. Was will ich, was ist mein Ziel des Ganzen eigentlich? Mein Ziel des Ganzen ist, glaube ich, dass die meisten Leute eigentlich haben, erfolgreich durchs Leben zu gehen, um letztendlich glücklich zu sein, seine eigenen Ziele zu erreichen. Das ist das übergeordnete Ziel von mir, glaube ich. Also dein Ziel ist, glücklich zu werden? Glücklich in diesem Kontext zu werden, korrekt. Ich glaube, das ist eigentlich das übergeordnete Ziel von den meisten Menschen eigentlich. Ja. Also ich meine, viel andere Ziele im Leben gibt es ja eigentlich auch nicht. Ne? Glücklich zu sein, vielleicht die Welt positiv noch ein bisschen verändern, wenn man gewissen altruistischen Gedanken hat. Genau, wenn du viele Sachen irgendwie wirklich mal hinterfragst, darauf denkst, läuft es darauf meistens zurück. Eigentlich so auf der Metaebene. Also das Haus ist Dach eigentlich, des ganzen Hauses halt. Aber ich glaube nicht, da willst du nicht drauf raus. Deshalb irgendwie, ich gehe nochmal auf die anderen Sachen ein. Warum mache ich das Ganze eigentlich? Es gibt drei Gründe, warum ich das, glaube ich, mache. Zum einen ist, das glauben mir manchmal gar nicht so viele Leute, aber es macht wirklich Spaß. Es macht Spaß, den eigenen Organismus auseinanderzunehmen, sich zu überlegen halt, okay, wo habe ich Ansätze, wo ich persönlich besser werden kann? Und da ist natürlich vor allen Dingen auch der Weg das Ziel. Also dieser Prozess in diesem Kontext, ich bringe mal ein konkretes Beispiel, schlafen, wenn ich merke, dass ich schlecht schlafe und ich merke, dass ich irgendwie am nächsten Tag nicht so viel Energie habe, ich gucke auf meine Schlaftracker drauf und merke, okay, Tiefschlafphasenanteil war nicht so groß. Und ich mich dann irgendwie damit beschäftige, okay, was habe ich eigentlich gestern falsch gemacht? Und es am nächsten Tag besser wird, dann ist nicht nur, habe ich am nächsten Tag mehr Energie und kann irgendwie mehr, keine Ahnung, meine Projekte irgendwie rocken, die mich dann zu dem übergeordneten Ziel, Erfolg, Glücklichkeit, wie auch immer bringen, sondern mir macht dieser Prozess auch Spaß, dass ich sozusagen meinen Körper optimiere. Und ich glaube, das ist eine Sache, die vielen, vielen Leuten in diesem Selbstoptimierungsumfeld gleich ist. Das wird zwar nicht so oft artikuliert, aber es macht ihnen Spaß. Genauso wie es einem Sportler Spaß macht, ins Fitnessstudio zu gehen, immer wieder besser zu werden. Ich meine, warum trainieren Leute im Gym irgendwie ihre Muskeln ständig halt? Ja, klar, es sieht gut aus und man hat vielleicht irgendwie dann auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein oder wie auch immer. Aber es macht ihnen, glaube ich, auch einfach Spaß, diesen Prozess zu sehen. Folge im Trainingsplan und dann irgendwie wächst mein Bizeps oder ich kann beim CrossFit mehr Gewichte stemmen oder ich schaffe es irgendwie in der Fußballmannschaft konkret irgendwie nach einem harten Training meinen rechten Fuß irgendwie so zu verbessern. Ist auf jeden Fall enorm belohnt auch. Richtig. Und das macht auch genau den Spaß. Und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, ich empfinde das als und da sind wir beim Thema Philosophie, als einen großen Ansatz der Freiheit, der eigenen Freiheit. Was wir gerade sehen in unserer Gesellschaft, ist hier eine sehr starke Demokratisierung von medizinischem Wissen. Was du mit deinem Podcast hier machst, deshalb feiere ich den auch und finde den super, ist ja eine Demokratisierung von Wissen, dass du gewisse Wissensthematiken, die vorher vielleicht vor 15, 20 Jahren sehr wenig Menschen, Ärzten, Apothekern, Heilpraktikern vielleicht vorbehalten waren, sozusagen raus an die Menschheit, an deine Zuhörerschaft gibst, mit der Option überhaupt sich damit zu beschäftigen, um sozusagen selbst ihre eigene Gesundheit in die Hand zu nehmen, unabhängig von anderen Menschen. Und das ist natürlich mit einem vielleicht noch ein bisschen radikaleren Ansatz, den ich habe, mein Ziel, dass ich versuche, meine eigene Gesundheit in die Hand zu nehmen, weil ich ein sehr, sehr liberaler, freiheitsorientierter Mensch bin und ich mir damit die Möglichkeit schaffe, dass ich losgelöst von Medizinern, losgelöst von der Zeit, losgelöst von Kosten einfach gesund leben kann und damit sozusagen meine eigenen Probleme, die ich im Körper sozusagen von mir wahrnehme oder meine Zielfaktoren, wo ich das Gefühl habe, das sind Hebel, um Ziele zu erreichen, die zu optimieren. Das heißt, zweiter Punkt, ganz klar Demokratisierung von Wissen und von gesundheitlich orientierten Wissen. Und der dritte Punkt, der für mich ganz wichtig ist, ist, dass ich natürlich den Körper, den ich habe und das System, das ich habe, und da sind wir bei dem Kopf, also als Haupttreiber für diesen Überpunkt des glücklichen Erfolgs etc. sehe und es mir in diesem Kontext nicht nur Spaß macht, sondern ich das natürlich auch ganz klar als Hebel definiert habe, dass ich natürlich, wenn ich produktiver bin, einfach schneller meine Ziele erreiche, besser meine Ziele erreiche. Wenn ich besser schlafe, dass ich dann hoffentlich gesünder bin in Zukunft. Und das gibt es ja auch ganz, ganz viele Studien, die all diese Punkte letztendlich unterstützen. Halt. Ja, als Beispiel Schlaf. Es gibt ja die berühmte WHO-Studie, die gezeigt hat, dass, glaube ich, das Herzinfarktrisiko, Schlaganfallrisiko vierfach, siebenfach höher ist bei einer schlechten Schlafqualität. Und die war eigentlich so der initiale Schuss, glaube ich, in der 80er, Anfang 90er ist die rausgekommen. Können wir gerne auch mal verlinken, wenn es den Leuten interessiert.
die letztendlich zeigt, immer Schlaf ist eines der wichtigsten Hebel, um langfristig gesund zu sein. Und das sind so die drei Punkte, warum ich eigentlich das mache, was ich gerade mache. Finde ich enorm interessant, auch das, nochmal das zu reflektieren. War eigentlich gut. Erstmal, glücklich sein hat, denke ich, jeder. Und dass es Spaß macht vor allem, ist ein ganz klarer Punkt. Einfach, dass man sich bewusst in andere mal in ein Bild und also eine Fertigkeit zu entwickeln, macht enorm Spaß. Und das kann man einfach auch für sich selbst bevorzugen. Einfach Fortschritt überhaupt zu machen, macht, ist ganz klar, klarer Punkt. Ansonsten, diese Freiheit zu erlangen, wenn du sagst, du machst es so ein bisschen extremer, finde ich so, ja, du, man treibt vielleicht so ein bisschen weiter, aber letztendlich hat mehr oder weniger, sollte genauso dazu streben, sich gesund zu verhalten und gesund zu sein. Und wir haben jetzt einfach diese Möglichkeiten zu schauen oder mehr als früher zu gucken, oh, wir nehmen es mehr in die Hand. Und ob es jetzt mit Wissen angefangen ist oder auch so, ob wir mehr vielleicht Zeit haben, nicht mehr irgendwie 16 Stunden arbeiten müssen, können wir, wenn wir wollen, müssen wir aber nicht, und die Zeit dafür nutzen, dann andere Sachen zu machen, die uns Spaß machen oder die uns gesund aufrechtzuerhalten. Das finde ich, darum finde ich das einfach mal zu reflektieren, ja, interessant. Und was sind so, wenn du sagst, du nimmst, der Ansatz ist, Sachen auseinanderzunehmen, ja, diese einzelnen Sachen zu optimieren und dann zusammen zu gucken, und dass der Körper wieder als Ganzes dann optimiert ist, oder du als, ne, letztendlich als Individuum, zu optimieren. Und einfach nur, wenn man sich das mal überlegt, was ist es, was wir im Leben haben? Ja, immer uns, ne? Ich sag mal, uns werden wir nicht mehr los, ob jetzt Geist, Körper oder sonst was. Und einfach nur zu gucken, dass wir perfekt oder gut funktionieren erstmal weiterhin und ansonsten uns so weiterentwickeln, dass wir auch andere Sachen und bessere Sachen machen können. Und es hängt natürlich enorm mit der eigenen Gesundheit immer zusammen. Mhm. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, wenn du sagst, du nimmst die einzelnen Teile auseinander, probierst die einzelnen zu optimieren. Schlaf hast du schon angesprochen. Mhm. Sicherlich, ich sag mal, Training, Bewegung wäre vielleicht eher eine Mitte als ein Punkt. Mitte, aber was, was wären so Punkte, die so einfach nochmal aufgezählt, so einzelne Punkte, die du optimierst oder die man optimieren kann? Du musst ja nicht optimieren. Klar. Also ich persönlich fokussiere mich einiges auf fünf Bereiche. Zum einen ist es dieser ganze Bereich des Thema Schlaf, den du schon angesprochen hast, weil ich jetzt, glaube ich, einen unglaublich wichtigen Hebel finde für alle anderen Bereiche. Persönlich, natürlich, als, sag mal, Gründer, in der Unternehmensberatung gearbeitet, ist das Thema Stress immer ein Riesenthema gewesen. Ist auch ein Thema gewesen, mit dem ich persönlich schon, Probleme mit gehabt habe, um es mal so zu formulieren, auch körperlich, gesundliche Probleme mit gehabt habe. Das heißt, das ganze Thema Stress ist ein zweites Thema, mit dem ich mich irgendwie beschäftige und den ich versuche zu optimieren. Grundsätzlich wäre da vor allen Dingen weniger Stress haben oder wie kann ich Cortisol reduzieren im Körper, also das ist der Stresshormon, langfristig Stresshormon. Der dritte Bereich, mit dem ich mich beschäftige, ist das ganze Thema Energie im weitesten Sinne und es biochemisch mal runterzubrechen, ATP-Produktion. Das heißt also, schaffe ich es, dass meine Mitochondrien gut funktionieren, also die Zellkraftwerke im Körper, kennt man aus dem Biologieunterricht vielleicht noch, wie schaffe ich es, dass die sozusagen möglichst gut arbeiten und ich dadurch möglichst viel ATP, aka Energie, produziere, die ich dann vor allem meine Thematik nutzen kann. Das ist letztendlich der dritte Bereich. Der vierte Bereich, mit dem ich mich beschäftige, ist das ganze Thema Wohlfühlen im weitesten Sinne, im engersten Sinne biochemisch runtergebrochen, wäre das auch wieder Dopamin-Serotonin. Wohlfühlen, wo es verschiedene Hebel gibt, halt, ne? Vitamin D ist dann ein großer Hebel, rausgehen, Bewegung. All diese Thematiken sorgen natürlich dafür, dass man das ein Bereich ist, wo man sich mit dem Wohlfühlen optimieren kann. Und last but not least, natürlich auch unternehmensbedingt, das ganze Thema Konzentration, Fokus, Konzentration in diesem Kontext, Acetylinproduktion, Neurotransmitter, das sind halt Themen, ist ein weiteres Thema, das für mich einen hohen, hohen Stellenwert nimmt und wo ich versuche sozusagen in diesem Kontext Felder zu haben, die ich eigentlich täglich optimiere, mir anschaue. Losgelöst von denen gibt es natürlich weitere Felder, die man sich nur anschauen kann. Ganz klar ist es natürlich, also Gesundheit ist ja so weitläufig, deshalb bringe ich es mal runter. Aber ganz klar natürlich sonst das ganze Thema Gewicht ist noch, glaube ich, für viele Leute nach wie vor ein Riesenthema, auch in Bezug auf die langfristige Gesundheit. Ist das ein Thema, wo sie sich viele Sachen anschauen, die man definitiv optimieren kann. Und auch das ganze Thema rund um,
ich sag mal, die Darmgesundheit im weitesten Sinn, also Verdauungstrakt an sich, wo schöpfe ich meine Energie raus, was esse ich, Ernährung in diesem Kontext würde ich zusammenfassen, ist natürlich auch noch ein Punkt, wobei die beiden Felder sind halt so weit wiederum, dass ich halt eigentlich nochmal eher, wenn man so ein Baumdiagramm sich aufmalen würde, wie man die runterbrechen kann auf verschiedenste unter anderen Themen. Aber das sind, glaube ich, so Themen an sich, die ich mich mit generell beschäftige. Und gerade die ersten fünf genannten sind eigentlich Sachen, die ich mich aktuell persönlich mit beschäftige. Wenn ich mal so über nachdenke, sind eigentlich für mich zwei ganz, ganz Oberthemen, wenn man es ganz runterbricht, dass man sagt, einmal Wohlfinden, ob es jetzt Glück oder sonst was, in der Hinsicht lange glücklich vielleicht auch leben und auf der anderen Seite leistungsfähig sein. Ob es jetzt rein physisch, körperlich, Sport ist oder mental leistungsfähig. Letztendlich läuft darauf alles so zurück, weil die ganzen anderen Sachen, auch Darmgesundheit und sowas, sind dann äußert sich in dem einen oder in dem anderen. Könntest du, glaube ich, machen. Ne? Ich glaube, Wohlbefinden ist natürlich immer biochemisch wieder rein Serotonin oder Dopamin viel, aber generell hast du vollkommen recht, du kannst vielleicht irgendwie auf Wohlbefinden und also Leistungsfähigkeit runterbrechen. Auch die beiden sind miteinander verwogen. Ich meine, auch zum Beispiel ein Serotonin sorgt ja auch dafür. Es gibt Studien, die zeigen, dass wenn ich mehr Serotonin, eine höhere Dosis im Blut habe, dass ich zum Beispiel kreativer bin. Also Menschen, die tendenziell glücklich sind, simpel gesprochen, sind kreativer auch. Oder anders gesprochen, unter Druck, deshalb können viele Schreibblockaden, kennt der eine oder andere vielleicht, von seiner Hausarbeit oder irgendwie einfach als Buchautor, resultieren meistens auch dadurch, dass die Leute in diesem Kontext nicht sehr, sehr stressen und geringen Serotonin-Level haben. Alles ist miteinander verbunden, also bei dem Thema komplexes System. Aber ich gebe dir recht, du könntest definitiv in vielleicht Leistungsfähigkeit und Regeneration, so würde ich vielleicht mit einteilen. Und da ist das Thema Wohlfühlen natürlich auch im Bereich drin. Okay, lass uns da vielleicht mal auf die einzelnen Sachen ein bisschen eingehen. Ich würde gleich gerne nochmal mehr auf Schlaf gesondert eingehen, weil ich glaube, es ist ein riesengroßes Thema, womit einfach gefühlt, und es ist vielleicht in letzter Zeit, weil ich mich auch mehr mit beschäftige, aber so viele, ob es jetzt direkt bewusst ist oder unterbewusst den Leuten, einfach ein Riesenthema von vielen, vielen Menschen noch ist. Ja. Und enorm. Und ich glaube, das wird über die nächsten Jahre nochmal kommen. Aber lass uns davor über die anderen gehen. Und ich finde, oder für mich überraschend ist zum Beispiel, wenn man sagt, man redet über Selbstoptimierung, kommt sofort Leistung und sowas an. Aber Wohlbefinden, Selbstoptimieren, finde ich jetzt nicht gleich ganz naheliegend, aber macht natürlich auch so Sinn. Total. Was sind so wesentliche Sachen? Du hast jetzt gerade schon die ersten gesagt. Aber was sind von dir so die Best Practice, die du vielleicht benutzt oder die auch andere Menschen benutzen, die sagt, ja, das steigert enorm das Wohlbefinden, ob direkt oder indirekt? Wir haben ja bei uns immer einen sehr, sehr wissenschaftlichen Fokus und wir haben ja auch schon festgestellt am Anfang, ich bin eher der rationalere Typ. Das heißt, wenn ich über Wohlbefinden spreche, was ja sehr, sehr abstraktes Metawort ist, dann spreche ich vor allen Dingen immer über das Thema Serotoninproduktion, also unser Wohlfühlhormon sozusagen. Das heißt, es ist ein Hormon im Körper, eine der Wohlfühlhormone, das Wohlfühlhormon, auch Glückshormon ganz gerne genannt, nicht zu verwechseln mit Dopamin, simpel kann man sagen, Dopamin, wenn ich einen falschen Sprung mache, beim Sex, irgendwie, wo auch immer, da wird Dopamin ausgeschüttet vor allen Dingen, und Serotonin ist mehr dieses, ich fühle mich konstant wohl, mir geht's gut, das ist so letztendlich. Finde ich auch wieder interessant, wenn du sagst, mich gerade analytischer Ansatz. Ja. Letztendlich, wo du es ja gleich wieder so zurückführst, ist Problem erstmal in der Messbarkeit. Korrekt. Das ist ein ganz großer Punkt, was ja auch gerade bei Biohacking oft ein Punkt ist. Du kannst nichts optimieren, was du nicht messen kannst. Genau. Wo ich wieder sagen würde, jein, weil auch Wohlbefinden und letztendlich das Problem hast du bei ganz vielen Geisteswissenschaften, ne, die sind genau, oh, das ist nichts Greifbares und letztendlich kannst du trotzdem sagen, fühlst du dich gerade gut oder fühlst du dich nicht gut? Klar, fühlst du dich jetzt besser als gestern? Wenn es ähnlich ist, ist es schwer zu messen, eine ganz klare Verbesserung zu haben. Darum ist es naheliegend, Sachen zu messen und auszumachen, wobei zu sagen, es ist nur dieser Mechanismus, es ist nur diese eine Sache, es ist nur das Serotonin, würde ich jetzt vielleicht verneinen, aber sicherlich ein ganz, ganz großer Punkt. Genau, es gibt auch noch andere Wohlfühlhormone irgendwie, oder Hormone, die uns sagen, ein positives Grundgefühl geben, die ausgeschüttet werden. Generell ist es aber schon so, und da sind wir wieder so beim Thema am Rande von philosophischen Debatten, ich meine, was ist Glück hormonell bedingt auch wieder so, kann man viel drüber sprechen, gibt es da, glaube ich, unterschiedliche Meinungen. Ich glaube natürlich, wie gesagt, ich komme aus diesem Biohacking und wir versuchen, wie schon richtig gesagt hast, und ich versuche, alle Sachen, die du optimieren willst, müsst du irgendwie messbar machen. Und deshalb ist, glaube ich, das Wohlfühlen, ein Großteil davon ist durch die hormonell bedingt. Definitiv. Also das meiste sogar hormonell bedingt. Was tust du dann ganz konkret, um
ich sag mal, deinen hormonellen Haushalt irgendwie so positiv zu beeinflussen. Genau, also hormonell Haushalt ist das Große, würde ich auf Serotonin kurz bleiben und dann können wir gerne irgendwie auf Melatonin, ist ja auch Hormone im Schlaf wieder, vielleicht eine gute Überleitung dann für später. Für den Serotonin-Haushalt gibt es wirklich drei Sachen, die man, glaube ich, ganz, ganz gut mitgeben kann den Leuten. Erstmal, es sind eigentlich relativ triviale Sachen, da sind wir bei intuitiv, was Kinder machen, rausgehen. Warum rausgehen? Wir leben ja aktuell in einer Gesellschaft, wo wir Vitamin-D-Problematik haben. Also Vitamin-D ist in der hormonellen Kaskade beziehungsweise wird benötigt, um später Serotonin zu produzieren. Es hilft nämlich dafür, dass die Synthese von L-Tryptophan, das kann man aufnehmen, ein bisschen der Aminosäure über 5-HTP, zu Serotonin überhaupt stattfinden kann. Und deshalb ist es so, ich glaube, die Bundesregierung hat eine neue Studie rausgebracht mit dem Robert-Koch-Institut zusammen, die sagt, glaube ich, im Winter knapp 80% in Deutschland haben keine optimale, aka eine einen Vitamin-D-Mangel. Im Sommer sind es, glaube ich, um die 60%. Auch die kann man gerne, glaube ich, verlinken, die Studie, super spannend. Und die zeigt eigentlich schon, wenn wir nicht rausgehen, das heißt, wenn wir nicht am Tag draußen sind an der Luft, in der frischen Luft, dann haben wir massive Vitamin-D-Problematik. Das heißt, wir bilden zu wenig Vitamin-D über die Haut. Gerade bei Frauen, wir waren neulich auf einer Messe und da kamen dann viele von einem großen deutschen Hersteller, der Beauty-Produkte auf den Markt bringt, die kamen dann an und haben sich sehr stark für unser Vitamin-D-Produkt interessiert. Da habe ich gefragt, warum? Und dann haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, dass sie auch mal ein paar Vitamin-D-Tests gemacht haben, dass die sehr negativ waren. Und sie meinen, ich gehe doch ständig raus, Fabian, ich gehe doch raus. Ich so, okay, habt ihr denn eine Creme? Ja, klar, wir nutzen unsere Tagescreme. Und ich gesagt, ist da ein Lichtschutzfaktor drin? Ja, da ist natürlich ein Lichtschutzfaktor drin, wie jeder guten Frauencreme Lichtschutzfaktor drin sein soll. Und Problem da natürlich, wenn ich einen großen Lichtschutzfaktor in meiner Tagescreme habe, dann hilft es mir auch nicht, wenn ich diese eine Stunde in der Mittagspause rausgehe, sondern dann kriegt mein Körper einfach absolut nichts von der Sonne ab. Das heißt, ich kann kein Vitamin D bilden und habe demzufolge dann auch wahrscheinlich im Winter definitiv, im Sommer mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine Vitamin D-Problematik. Definitiv. So, also ich denke auch mal, vor allem gerade in diesen Breitengraden, es ist doch die meiste Zeit relativ kühl, dass wir sehr viel anhaben. Ja, total. Und die Lichtintensität ist oft nicht so hoch. Inzwischen geht die Sonne wieder raus. Komm, ich dachte heute Morgen auch so, es war so bewölkt, es war so neblig. Da kannst du den ganzen Tag nackt draußen laufen, das würde sich eigentlich auch nicht reichen. Wird nicht viel bringen, Darum macht es, glaube ich, da, und gesagt, gerade im Winter Sinn, zusätzlich Vitamin D einzunehmen. Ist in Deutschland, kommen wir, glaube ich, nicht drum vorn. Eine Alternative, und ich weiß nicht, wie stehst du dazu, sind Lampen, künstliche Beleuchtung. Genau, also wir haben, also ich habe damit auch schon mal getestet, mit der künstlichen Beleuchtung, mit den Lampen. Es gibt ja auch jetzt wieder das Thema Solarium, nicht Solarium. Ich persönlich habe damit experimentiert. Solarium finde ich immer noch mit dem Thema Hautschutz und Hautkrebs, bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Es gibt zwar eine spannende, sehr polemisch formulierte Studie, ich glaube, in irgendeiner schwedischen Universität, die mal gesagt hat, okay, Vitamin-D-Mangel ist gefährlicher als Rauchen, aka Schlussfolgerung, wenn du nicht rausgehst und das Solarium gehst in Schweden, ist es eigentlich gefährlicher als das, wenn du rauchst halt. Ne? Das heißt, also das würde ich jetzt nicht vielleicht unterstützen, aber ich glaube, die generelle Tendenz ist richtig. Und wie man es aufnimmt, das hängt dann vielleicht auch vom Hauttyp ab und so weiter. Wow. Ist aber also definitiv eine Möglichkeit. Also im Sommer rausgehen, mal 15 Minuten, 20 Minuten ohne Lichtschutzfaktor. Es gibt die Studien, sagen, bis 15 Minuten ist es eigentlich für die Haut okay, auch für die hellen Hauttypen. Das auf jeden Fall, gerade für die Frauen, wie gesagt, irgendwie mal gucken, was in der Tagescreme drin ist, die man nutzt, wenn man eine nutzt. Wenn da Lichtschutzfaktor drin ist, steht meistens hinten drauf. Problem ist, habe ich jetzt auch gelernt, unter Lichtschutzfaktor 5 muss es nicht angegeben werden. Das heißt, nur über einen Lichtschutzfaktor 5 wird in den Cremes der Lichtschutzfaktor angegeben. Das heißt, da auch vielleicht mal gucken, irgendwie, oder mit dem Hersteller sprechen, was nutzt man eigentlich? Und sonst vielleicht mal die vielleicht dann für den Mittagslauf nicht nutzen. Und sonst supplementieren. Ist, glaube ich, eine Thematik. Ob ich supplementiere jetzt über Vitamin D-Tropfen, haben eine höhere Bioverfügbarkeit. Mit Vitamin K mischen kann ich immer noch empfehlen. Halt, also Vitamin D, wenn hochdosiert einnehmen, bitte mit Vitamin K mischen. Ist gesünder und kann gerade sonst bei Sportlern massive Probleme bei den Knochen hervorrufen, wegen der Kalziumsynthese, die dort nicht richtig funktioniert. Das sind, glaube ich, Thematiken. Oder halt die Lampen, ja. Kann man machen. Persönlich habe ich es auch probiert. Für mich ist halt einfacher, Vitamin D-Tropfen zu nehmen. Definitiv. Und das ist dann auch subjektiv. Aber ich sag mal, es hat vielleicht noch andere Vorteile. Ein Freund von mir testet es gerade oder macht dann Tests davor
Vitamin D will nichts anderes über den Winter nehmen und einfach mal gucken, wie die Auswirkung ist. Aber ich glaube, du hast gerade auch gesagt, vom Hauttyp und auch so, wie jeder Vitamin D aufnimmt, die Bioverfügbarkeit einfach ist enorm unterschiedlich von den Dosen. Da muss man, da gibt es, denke ich, nichts Allgemeines. Aber gut, wir waren jetzt also Vitamin D rausgehen, ist ein Faktor, du hast gesagt, von drei Faktoren gesprochen. Genau. Das zweite ist natürlich das ganze Thema Ernährung. Auch die Ernährung ist eigentlich elementar für die Thematik Serotoninproduktion. Ich brauche also nochmal simpel, kleiner Recap von vorher, um Serotonin als Glückswohlfühlhormon zu produzieren, brauche ich L-Tryptophan, das eine Aminosäure ist, die dann in 5-HTP umgewandelt wird, wo ich Vitamin D für brauche und Omega-3s, die in Serotonin umgewandelt werden. Das heißt, ich muss L-Tryptophan sozusagen genügend ausreichend aufnehmen. Und das Problem ist, dass bei L-Tryptophan ist eine Aminosäure, die kann ich zum Beispiel sehr gut bei Nüsse aufnehmen. Wenn ich viele Nüsse esse, als Allergiker ist das natürlich eine Thematik. Wenn ich zum Beispiel zu viel Proteine noch aufnehme, weil ich zum Beispiel Leistungssportler bin, weil ich im Fitnessstudio trainiere, dann ist es so, dass wir in unserem Körper haben sogenannte Carrier, die sozusagen dafür sorgen, dass die Aminosäuren dahin transportiert werden, wo sie hin transportiert werden sollen. Und wenn ich jetzt sehr viele andere Aminosäuren aufnehme, konkurrieren die sozusagen immer damit, auch mit L-Tryptophan, ob sie sozusagen dahin kommen, wo sie hin sollen. Einfach gesprochen. Also mit der Autobahn, je voller irgendwie der Traffic ist, je voller mehr Autos auf der Autobahn ist, desto schwieriger ist es, dahin zu kommen, wo ich hinkommen möchte. Und von der Seite ist es auch eine Thematik, das heißt, genügend L-Tryptophan nehmen und gerade für Leute in besonderen Umfeldern, das heißt, viele Leute, die viel Eiweiß an sich zu sich nehmen, entweder weil sie eine Low-Carb-Diät machen zum Beispiel, weil sie viel Sport machen, Eiweißprodukte nebenher nehmen, da würde ich raten, in diesem Kontext darauf zu achten, dass man wirklich genügend L-Tryptophan über die normale Nahrung aufnimmt. Beste Möglichkeit sind Nüsse, glaube ich. Und auch andere Sachen können wir gerne auch mal ein paar Quellen, L-Tryptophan-Quellen verlinken für die Leute, die sich ein bisschen mehr dort beschäftigen müssen. Das ist so die zweite Thematik, die, glaube ich, für das Wohlbefinden wichtig ist. Und die dritte Thematik, dieses ganze Thema Bewegung. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Studien, die zeigen, dass Bewegung im generellen Kontext sich positiv auf die Hormonproduktion auswirkt. Das heißt, ganz simpel gesprochen, positiv auf die Serotoninproduktion, Dopaminproduktion. Ich meine, jeder kennt das Thema, wenn er Runners High schon mal viel irgendwann gehört, irgendwie, wenn ich Sport mache, jeder kennt dieses Gefühl, wenn ich auf dem Sport zurückkomme, man quält sich vielleicht morgens noch raus. Ich gehe gerne morgens zum Sport und versuche so ein bisschen meine Morgenroutine einzubauen. Und ganz ehrlich, ist es manchmal richtig hart, da irgendwie gerade zum Winter kommt, um 6 Uhr aufzustehen, zu joggen. Und manchmal habe ich auch gar keinen Bock. Aber wenn man dann zu Hause ist und angekommen ist, dann fühlt man sich gut. Und dieses gute Fühlen hängt wieder maßgeblich damit mit den Hormonen zusammen, die ausgestoßen werden, nämlich Dopamin. Die Serotoninproduktion wird angeheizt. Gleichzeitig gibt es Serotonin, die sozusagen auch entladen wird, also quasi im Körper frei ausgeschüttet wird. Und all das hilft natürlich einfach auch generell. Das heißt, Bewegung im generellen Kontext nicht nur gut für die Serotoninproduktion zum Beispiel, sondern auch ein großes Thema von mir, der BDNF, der Brain Derived Neurotrophic Factor, also das Wachstumshormon des Gehirns zum Beispiel, wird maßgeblich auch durch Sport aktiviert. Auch eine Studie, die wir gerne auch mal verlinken können, sehr, sehr spannend, die zeigt, dass je mehr ich Sport mache, also länger als 20 Minuten, vor allen Dingen nicht im normalen Bereich, also in dem Bereich von Herzfrequenz zwischen 130 und 150, dass das mir jetzt sozusagen hilft, den Brain-Derived Neurotrophic Factor, BDNF genannt, auszuschütten, der extrem relevant ist, damit sich unsere Synapsen erholen können, zum Beispiel unser Gehirn erholen können und auch da wieder neue Gehirnzellen sozusagen geknüpft werden. Und deshalb dritter Punkt, klar, bewegt euch, geht raus und das ist immer positiv. Und das ist genau mehr oder weniger für mich, was ich vorhin auch so ein bisschen meinte, ist das Wissen immer Grundlage, weil jeder weiß, dass Bewegung gut ist. Und welche genau die Funktion ist interessant und für manche vielleicht mehr, manche motiviert es. Aber letztendlich kommt es darauf an, ob man sich bewegt oder nicht und ob man sich jetzt ewig darum Gedanken macht, was genau dann abläuft und welcher positive Effekt hat. Und für mich ist gerade interessant, Vitamin D lässt jetzt so ein bisschen schreiten. Wir haben gesagt, manchmal reicht es nicht aus, wenn man rausgeht, aber dass die meisten Sachen natürliche Sachen ist, die ja man einfach macht, ne? Ernährung, darauf achten, auch natürliche Ernährung haben, vor allem viel Bewegung,
frischen Luft sein, Sonne sich aussetzen. Weil oft ist ein Bild von Biohacker ist so viele künstliche Sachen. Mhm. Ne? Und immer technische neue Sachen, nahrungsergänzende Mittel oder sowas. Aber ganz oft geht es erstmal darum, das eigene Verhalten zu machen. Was sind denn, was ist ein Punkt, was mich gerade interessiert, was sind denn Stellschrauben im Sinne von, wenn wir sagen, Nahrungsergänzungsmittel, natürliche Ernährung, ich sag mal Verhalten, du hast dann noch vielleicht technische Hilfsmittel, Gadgets, einmal zum Messen von bestimmten Sachen, andererseits aber die vielleicht so auch nochmal künstlich auf den Körper irgendwie einwirken. Gibt es noch irgendwelche anderen Sachen, die man zur Selbstoptimierung so einnehmen kann, einfach nur als Kategorien? Also kurzes Recap. Stoffe, ja, in jeglicher Art und Weise, also egal ob es jetzt Lebensmittel sind, Nahrungsergänzungsmittel und eine Biochemikerin, die macht zum Beispiel nie Unterschiede, weil es im Endeffekt ja alles Biochemie ist, also Stoffe, die ich zu mir nehmen kann, hoffentlich legale Stoffe, ne? Es gibt natürlich auch illegale. Das heißt, da würde ich halt alles von Lebensmittel, Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel drunter fassen. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist natürlich Stimuli von außen an sich. Die Stimuli können natürlich, was weiß ich jetzt, die Sonne sein, ja, das könnte irgendwie, das kann Wasser sein, das kann, also Wärme, Kälte etc., die kann ich auch nutzen. Ein großer Teil im Bereich des Biohackings beschäftigt sich aktuell auch mit Kälte. Kalte Thermogenese, Kälte, Wim Hof ist ein großes Thema dort, die sich damit beschäftigen, was Kälte für einen Einfluss auf zum Beispiel meine Mitochondrien hat, was Kälte für einen Einfluss auf meine Gesundheit hat und so weiter. Das heißt also externe Stimuli oder Naturgewalten würde ich es einfach mal bezeichnen. Du hast die die technischen Hilfsmittel beschrieben, definitiv. Ein kurzes Beispiel dort. Wir haben zum Beispiel 11-Emmet jetzt hier gerade am Testen. 11-Emmet ist ein, muss ich vorstellen, wie ein, ich sag mal, ein Reif, den man über den Kopf nimmt, also so ein bisschen die Frauen kennen das halt, den Haarreif von früher, den man über den Kopf macht, und das funktioniert so, dass elektromagnetische Impulse auf den Hinterkopf sozusagen anliegen und gesendet werden, und wir haben ja verschiedene, unser Gehirn arbeitet in verschiedenen Wellen, sogenannten Brainwaves, und jeder Status unseres Gehirns ist zum Beispiel Konzentration, Schlaf, aber auch so tiefe Konzentration und so weiter hat, wir haben verschiedene Frequenzen. Und es kann halt mal passieren, dass ich zum Beispiel in der Uni sitze und eigentlich in einem Stati sein möchte, dass ich mich konzentriere, aber ich komme da irgendwie nicht rein, weil ich abgelenkt bin etc. Und dieses technische Hilfsmittel versucht zum Beispiel, das durch elektromagnetische Impulse zu synchronisieren. Das ist quasi irgendwie mein Gehirn, also dass ich meinen Alpha-Wellenanteil zum Beispiel, oder in dem Fall der Theta-Wellenanteil, dass der sich erhöht, beziehungsweise dass ich elektromagnetische Impulse aussende, dass mein Gehirn in sozusagen diesen Bereich reinbringt. Das wäre zum Beispiel ein Hilfsmittel. Wie heißt es? 11-Emmet. Genau, auch da können wir gerne später nochmal sprechen, gibt es ein ganz, ganz spannendes Unternehmen in den USA, die heißen Halo Sports, ja, also nicht zu verwechseln mit dem Computerspiel Halo, aber gleich geschrieben, Halo Sports, und die arbeiten gerade mit einem Großteil der amerikanischen Elite-Sportler zusammen, wo es genau nochmal um die gleiche Thematik eigentlich geht, sozusagen, wie kann ich über sozusagen elektromagnetische Impulse das Gehirn stimulieren, im sportlichen Kontext dann auch wieder. Das finde ich enorm interessant, weil da werden wir, und wir sind mehr oder weniger jetzt gerade mal beim Anfang in der ganzen Thematik, wo wir mit der technischen Entwicklung auf einem Stand sind und wirklich auf unseren Körper, auf die Biologie in der Hinsicht mehr verstehen und darum auch wirklich eingreifen können oder das wirklich beeinflussen können. Da wird sicherlich noch extrem viel kommen. Für mich immer die Frage auch stellt, wie viel von diesem technischen, also werden wir langfristig sicherlich auch sehen, ist gut, ist nicht gut. Es ist sicher alles Vor- und Nachteile auch wieder. Und hoffentlich passiert es nicht, wie zum Beispiel beim Röntgen, dass wir auf einmal sehen, oh, das ist was ganz, ganz Wichtiges, was wir nicht beachtet haben oder bis jetzt noch nicht gemerkt haben. Aber auf der anderen Seite gibt es halt so und so viele natürliche Sachen. Und darum finde ich es auch gut, wie du es zum Beispiel gesagt hast, ja, es geht nicht nur um sich auf die eine Sache zu konzentrieren, sondern auch wieder ganzheitlich und vor allem auch den Stellfaktor, was können wir aktiv von unserem Verhalten ändern, zum Beispiel zu tun. Kannst du noch mal ganz kurz konkrete Sachen sagen, bevor wir aufs Schlafen gehen? Was kannst du oder was machst du für deine Konzentration, für Produktivität, ohne vielleicht die Mechanismen zu erklären, sondern einfach nur ganz kurz ein paar einzelne Punkte?
5 kurze Punkte für meine Konzentration, die ich regelmäßig mache. Ich versuche regelmäßig Pausen zu machen. Das heißt, ich habe, es gibt so eine Studie, können wir gerne verlinken, 52 Minuten versuche ich zu arbeiten. Ja, wenn es möglich ist, versuche ich mir meinen Wecker, meine Uhr danach zu stellen und versuche mir dann 8 Minuten Pause zu nehmen. Weil das in verschiedenen Studien gezeigt hat, wir brauchen diese Zeit der Regeneration und das hilft und es hilft die Produktivität. Also immer kurze Pause machen. Wir haben eben kurz besprochen, auch am Anfang, das ist der zweite Punkt, mal rausgehen halt wirklich in diesem Kontext. Also das heißt auch mal abschalten. Auch da, das hilft mir persönlich extrem. Wir haben hier einen kleinen See in der Nähe. Ich mache mittags einmal so meine Runde hier um den See, um einfach sozusagen dort mal meinen Kopf frei zu bekommen, um wieder fokussiert und konzentriert zu sein. Dritter Punkt für die Konzentration, gerade im beruflichen Kontext, ich versuche, externe Einflüsse in meinen Konzentrationsphasen zu verhindern. Das heißt, in Phasen, wo ich, also ich teile mir meinen Kalender ein und habe zum Beispiel morgens von 8 bis 9 Uhr eine E-Mail-Phase, habe dann irgendwie, was weiß ich, abends vor allen Dingen bei mir, weil da am meisten Zeit für ist, habe ich sogenannte strategische Arbeitsphasen, wo ich versuche, konkret Projekte fertigzustellen. Und da lasse ich mich komplett, bin ich komplett abgeschottet. Das heißt, irgendwie, wir haben Slack im Unternehmen zu nutzen, das wird dann abgeschaltet. Ich habe die E-Mails sind auf Pause, ich habe eine App sozusagen, wo die E-Mails gemutet werden, da kommen keine neuen E-Mails rein. Wie heißt die? Das muss ich mal gerade kurz nachschauen. Die habe ich nämlich neulich erst eine neue runtergeladen. Ich würde sagen, wir liefern sie nach, weil es jetzt dauert zu lange. Ich glaube, Airmail heißt die, glaube ich. Ich würde es aber mal gucken. Ist okay, können wir da nochmal machen. Genau. Also die nutze ich dafür. Oder was ein anderer wichtiger Punkt ist, also ich sag meinen Mitarbeitern und Kollegen auch klar, das ist eigentlich die Zeit, wo ich nicht gestört werden möchte, wo ich dann konstant bis auf die kleine Pause Sachen durcharbeite. Klingt erstmal trivial, ist aber wirklich für mich persönlich ein Gamechanger gewesen, weil gerade wenn man eben nicht alleine arbeitet, sondern mit vielen, vielen Kollegen zusammenarbeitet, im Großraumbüro arbeitet, ist das, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Thematik. Dann habe ich, und das ist ein vierter Punkt, dann nehme ich, mache mir Kopfhörer auf in diesem Kontext und nutze sogenannte Brain Music, da sind wir so ähnlich bei diesem 11 Emmet. Also es gibt ja Brain FM zum Beispiel, es gibt verschiedene andere Radiosender, Musiksender, die alle Musik in gewissen Klangmustern bereitstellen, die sich wieder an den Brainwaves orientieren und damit helfen sollen, studienbasiert auch sich zu konzentrieren. Und der letzte Punkt ist ein Ernährungspunkt. Das heißt, ich versuche, möglichst wenig Zucker zu essen in diesen Bereichen, weil Zucker natürlich gleichzeitig, wenn man zu viel davon isst, eine hohe Insulinausstoß hervorruft und ein hoher Insulinausstoß, gerade wenn man unter Zuckerung geraten, dafür sorgt natürlich, dass man eben sich nicht konzentrieren kann. Und dann als letzter Punkt, wenn man 6 drauf statt 5, letzter Punkt ist, wenn es noch ums Thema irgendwie externe Stoffe geht, Koffein ist natürlich immer eine Thematik, ja. Oder halt, wir haben natürlich ein eigenes Produkt für Konzentrationsoptimierung, da nehme ich es nämlich natürlich auch, das sind so diese beiden Thematiken. Ich finde es enorm interessant, auch da wieder, wie die ganzen Sachen ineinander übergehen. Wie, wenn man sagt, oh, man will jetzt die Produktivität auch zum Beispiel wieder erhöhen, wenn du sagst, oh, kein Zucker, hat auch bei ganz vielen anderen Sachen einfach einen enorm großen Punkt. Oder bist draußen, in der frischen Luft zu sein. Ne? War wieder zum Beispiel mit Wohlbefinden ein bisschen. Kannst du gleich mehrere Sachen abhaken. Das finde ich immer wunderbar. Aber so ist es letztendlich mit allen Sachen, gerade wenn es auch um Gesundheit und das Menschen mal geht. Das war der erste Teil meines Gesprächs mit Fabian Völsch. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Falls du irgendwie Interesse hast an den ganzen Produkten von Brain Effect, möchte ich dir einen kleinen Gutschein geben, der dir 20% Rabatt ermöglicht. Und zwar Simon20. Und den Gutscheincode findest du auch nochmal in den Shownotes. Ich habe absolut gar nichts davon. Und falls du einfach bessere Gutscheine findest, irgendwo im Internet, nutzt die. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Falls also nicht, dann kannst du einfach den benutzen. Wie gesagt, schau einfach mal vorbei. Ich habe ganz und gar nichts davon. Am besten springst du gleich zum zweiten Teil der Episode. Da geht es um das Thema Schlaf. Also was kannst du tun, um deinen Schlaf zu optimieren?